Also wir sind schon ziemlich weit, aber es fehlt uns noch ein Ach, Stückchen. hier ist etwas für dich. Vor einigen Tausendschein. Tagen kam ein merkwürdiger Brief an, unterzeichnet von einem... Armen Mitstreiter Christi vielleicht? Richtig. Ein Bekannter von dir? Ich würde ihn nicht erkennen, aber dieser Mitstreiter kennt viele Geheimnisse des Ordens. Seinetwegen fand ich sie so leicht in den Ja, dann Städten. keine Ahnung, In Jango. dem Brief steht, du musst nach Winchester reisen, zu Gottes Haus gehen und einen Mann in Weiß aufsuchen. Dann zitiere dies. Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Nun denn, ich werde mit Randvi sprechen, mir ein Bild von all dem machen. Brauchst du irgendetwas? Ein geheimnisvolles Passwort. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Je weniger es von ihnen gibt, desto heller erstrahlt die Welt. Als Oh, Zeichen das meiner glaube ich nicht, tiefen das glaube ich. Dankbarkeit sollst du dies haben. Mach weiter so und das Land wird von diesen Monstern frei sein. Giftiger Schlag. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Mirko ist trotzdem schuld, weil Paragraph 30, ich kann die Last tragen. Ach, er darf dir einen Toaster schicken, aber darf dir keine Kaffeemaschine kaufen. Ich verstehe schon. Die Kaffeemaschine hat er doch auch gekauft. Der kann nichts dafür. Der hat das einfach gemacht. Ich habe hier bald wirklich eine Küche in meinem Zimmer, ey. Ohne Scheiß. Es ist so unglaublich. Toasty-chan, Kaffee-chan. Ich wollte mir das so selber kaufen. Dafür kann ich doch nichts. Habt ihr schon Werwolf the Apocalypse Earthblood gehört? Ja, ich habe es auf meiner Liste. Ich werde es mir anschauen, weil es sein kann, dass ich das spielen werde. Hallo Subcore. Ich habe neue Karten gezeichnet. Ja, das sieht gut aus. Aber Trailer halt, ne? Ich will mehr als nur einen Trailer Was kannst sehen. du mir Trailer heute sehen immer schön anbieten? aus, meist. Immer leichter, einer Karte zu folgen. Lass es mich deiner Karte hinzufügen. Kauf das jetzt alles, mir egal. Ich verstehe schon, ich bin nichts mehr vom Nutzen da, okay, da ist, ne? Was? Das stimmt doch gar nicht. Das ist ja jetzt Quark. Ich bin hier, falls du noch Das etwas war am brauchst. Mittwoch halt, weil so viel über Toast geredet wurde. Und ich wollte Ich schon muss seit letztem gehen. Jahr einen Bleib Toaster haben. gesund. Dir einen guten Einfach Tag. so im Stream Toast machen. Du sollst ja auch nicht von Nutzen sein, sondern ein Freund. Ja. Das, was Yami schreibt, das sowieso. Das von Nutzen klingt einfach. Das klingt so, weiß ich nicht, so negativ. Ich will nur den Trailer spielen. Ach so. Ja, dann. Mache ich denn als nächstes? Lass mich gerne ausnutzen, dann spricht wenigstens jemand mit mir. Das ist aber, nein, das ist nicht gut. Nicht ausnutzen lassen, Eivor. sowas ist scheiße. Das sind ja denn alles falsche Menschen. Ausnutzen lassen ist scheiße. Ich wurde auch viel ausgenutzt, deswegen habe ich da einen Strich gezogen und das lasse ich nie wieder zu. Es kriegen nur Leute, die es verdient haben. Aber sonst spricht keiner mit mir. Ja, dann sind das alles Arschlinge, die man ignorieren sollte. Außerdem, wir sprechen noch mit dir. Also, ich rede gerade mit dir. Und ich nutze dich jetzt nicht aus, weil ich mit dich anspreche. Wir reden doch mit dir, dafür brauchen wir doch nichts. Nee, absolut nicht.
Okay, was möchtest du? Ach. Nix. Komm, Randvi geht... Randvi. Eivo geht mal kurz schlafen. Wie wäre es mit, dass du Spaß hast? Ja. Also ich hätte gern ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen und eine Pizza. Oh wow. Eivor, alles in Ordnung. Ich bringe traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Snottinger Hampshire starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er ist nun ihr Jarl und er schwor, uns in Zeiten der Not beizustehen. Läuft doch. Aber langsam wird die Karte, ne? Guck mal. Ist nicht mehr viel übrig. Das macht mich gerade sehr traurig. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich stinke nur. Ja, was los? Ich denke an nichts als Zuzexe. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Das glaube ich. Jetzt ist der Augenblick zuzuschlagen, bevor Fulke beschließt, dass Sigurd ihr nichts mehr nützt. Ein Heer, okay. Ich werde sofort gehen. Und ich werde Sigurd zurückbringen. Das verspreche ich. Gut. Ich benachrichtige umgehend unsere Verbündeten. Suche Basim auf. Er sollte inzwischen in Krawodene sein. Mhm. Ich habe jetzt was komplett Falsches verstanden. Was? Wie, was falsch verstanden? Oh nein, Sven. Was hast du schon wieder rausgehört? Um 0.20 Uhr wird zurückgehackt. Ja. Oh Gott, meine Stimme ist gerade so hoch geworden. Laut, meine ich. Setz dich mal hin, Evo. Das ist eigentlich dein Platz. Du hast es dir sowas von verdient, eigentlich. Denk wieder an den Traum, sorry. Oh nein. Das ist nicht gut. Fühl dich gehackt, Oni-chan. Oh, ich hätte es nicht mal sollen essen. Party! Und wisst ihr, was das Beste ist? Wenn man nochmal eine Party macht. Wird durchgefeiert. Okay, es wiederholt sich zwar, was sie hier zeigen, aber... So. Endlich Party! Ja, haben sie sich auch mal verdient. Besonders Evo, die arbeitet wie ja hier ihren nur. Schönsten Rausch einen weißen Hirsch durch den Wald jagt. Mein Gott, ich konnte kaum atmen vor Lachen. Kleine Analysmütze. Ich hab dir etwas mitgebracht. Das können wir immer gebrauchen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du tust mir einen großen Gefallen. Ich muss immer so viel sammeln. Rabenfeder. Ich muss also auch Raben... Reierschnabel. Das brauche ich dringend. Eisfuchs. Okay, das ist woanders. Schwarzbärenfell. Eisbär. Robbenfleisch. Oh nein, stimmt. Dafür bezahle ich gut. Töten. Alter. Rabenfedern. Ich muss auf jeden Fall Raben killen. Braunbären. Das wird uns helfen.
Das könnte ich gut gebrauchen. Oh nein. Hervorragend. Fuchs. Dafür bezahle ich gut. Ja, stimmt. Füchse habe ich irgendwie noch gar nicht so... Fertig? Wurde heute komisch angemacht wegen mein Hals-Tattoo. Wieso das denn? Zeigst du mir deine Waren? Im Maul halten. Ganz ehrlich, geht dir doch ein Scheißdrink an. Sonst nichts? Party-Spam! Wir sehen uns bald wieder. Bis bald dann. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich hab, glaube ich, den Sound irgendwo, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe so viele Sounds. Was ist der? Hallo, Mr. Krabs! Heute machen wir Party! Ich mach heute Party! Machst du heute Party? Ich mach heute Party! Machen Sie heute Party, Mr. Krabs? Ich mach heute Party! Machst du heute Party, SpongeBob? Ich mach heute Party! Machst du heute Party? Ich mach heute Party! Machen Sie heute Party? Na, schön. Guten Tag. Ach, die ist komisch, wenn man was gegen sie sagt, geht sie sofort zum Meister. Oh lol. Das ist die von, was du mir mal erzählt hast. Die Person. Die soll echt ihr Maul halten, ganz ehrlich. Ist schon gefressen, ich kenne die nicht mehr und... Ich bin etwas besorgt, aber sei dennoch gegrüßt. Besorgt weswegen? Deswegen ist der besorgt? Nein, eine andere. Oh, was hast du denn da für Mitarbeiter? Kollegen. Wenn man die überhaupt so nennen kann. Eivor! Scheinen ja alle sehr sympathisch da zu sein, nicht? Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Einen coolen Bart. Hast du mich eigentlich schon in Ubisoft geaddet? Ich bin nie in diesem Ubisoft-Dings drinne. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin da nie drinne. Glaube nicht. Das sehe ich erst, wenn ich mal wieder im Uplay drin bin, ne? Ja, der ist mit Absicht Spinnenbein. Ich fand das schön. Ich muss. Dann scheinen die Mädels ja ziemliche Zicken zu sein. Die meisten Damen sind so 40 bis 50 rum. Oh, okay. Wieder so. Na gut. Stressig, einfach nur stressig. Asgard? Nee, da will ich noch nicht hin. Aber hier oben sind noch so Orte, die ich noch gar nicht aufgedeckt habe. Das kann ich ja nicht... Das muss ich jetzt ändern. Ich überfall jetzt ein paar. Der Call of Duty Zombie-Modus ist diese Woche kostenlos. Okay.
Das erklärt stimmt, ja. In dem Alter sind Tätowierte halt immer noch Kriminelle. Ja. So eine Leute würde ich einfach gehen und... Machst du den Zombie-Modus immer? Ich hab den nie gespielt. Eivor, lag du uns gewickig. Oder auch du mal geguckt, als ich hier eingezogen bin, weil hier fast nur Alte wohnen. Ja, die meisten wollen ja nicht am Rande wohnen, ne? Warte mal, ist das überhaupt richtig, wenn ich jetzt hier lang? Ja. Bei den meisten bin ich bis heute nicht gekommen. Hm, Nachbarn halt. Little Nightmares 2 kommt auch bald, das stimmt. Karen ist die Frau, die nach dem Filialleiter fragt, wenn was nicht zu ihrer Zufriedenheit ist. Also sozusagen immer am Nörgeln. Wie weit ist es denn mit der Story? Ich werde jetzt hier oben den Ort ein bisschen so aufdecken. Danach gehen wir nach Südsexe. Um dort mit Basim was zu machen. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Hier, das heißt Kapitel Räuber des Südens. Ich muss mit Basim dann reden. Da bin ich gerade. Aber ich mache gerade was anderes. Mal wieder. Hallo, Commissioner Cat. Ich muss eigentlich auch mal hier im Meer fischen. +600, ey, das ist einfach nicht normal. Das ist einfach nicht normal, die Preise. Fragt, was im Hals ist, also mit dem kalten Motiv. Ich sag zu denen immer, dass das ist aber nicht so schön und so. Was haben die denn zu beurteilen, was schön ist und was nicht? Das ist doch Geschmackssache. Das soll Maul. Oh, Entschuldigung, aber ich krieg mal auf. Oh, es tut mir leid, ich muss die machen wegen Siedlung und so. Ich brauche Flossen. Ja, vor allem die schreien so doll. Oh mein Gott. Nicht so geil. Für was habe ich jetzt einen Truhenschlüssel? Okay, vielleicht ist da vorne eine Truhe. Oh, Papagei, Taucher. Hm.
Da ist Klaus ewig. Komplett ruhig, ne? So ewig ruhig. Und dann kommt das. Patrick, guck mal. Ich hab dich gefunden. Patrick Star. Danke, Klaus, für die 300 Bits. Sehr nett von dir. Hey! Das war auch das mit der Handrückentattoo auf dem einen Joker und auf dem anderen eine Maske. Ne? Wieso lässt du sowas machen? Frauen gefallen sowas nicht. Damit hast du nie eine Chance bei einem. Segel! Segel! Das ist so Bullshit-Gelaber einfach. Warum soll man deswegen keine Chancen haben? Es gibt genug Frauen, die Tattoos selber tätowiert sind und Tattoos toll finden. Was für ein Quark einfach. Da würde ich gar nicht zuhören. Das sind einfach nur so eine dummen Altweiber-Geschwätz. Also ohne Scheiß. Das ist einfach der größte Bullshit. Wenn ich sowas höre, kriege ich echt einen Hals. Man tätowiert sich doch für sich selbst und nicht für andere, oder? Und wenn andere dich nicht so akzeptieren, wie du bist, dann sollen sie sich verpissen. Punkt. Ganz einfach. Ich mag Frauen mit Tattoos, die haben den Mut zu zeigen, was denen gefällt. Ich mag Tattoos zum Beispiel allgemein sehr gerne. Aber es ist was Schönes, es ist Kunst. Ich werde mir auch noch mehr Tattoos machen. Ich werde mir auch hier am Hals ein Tattoo machen, ist mir auch scheißegal. Also, ich muss nur mal dazu irgendwann kommen. Da ist ein Kloster, Eivor! Ein Kloster! Wo segelt ihr hin? Ich will doch plündern. Tattoos sind doch nice, ja. Ja, es gibt halt genug Menschen, die, ja. Auf die sollte man sowieso scheißen. Ich finde mich ohne Hose auch sexy. Ja, schön. Wir machen später weiter. Weniger Segel! Hä? Hab ich doch. Ich war doch Richtung Küste. Hallo Obi. Cool Kenobi. Na? Langsam verwirrt's mich. Ich geh's allein plündern. Ist mir jetzt egal. Seht doch zu! Ich zieh lieber die Kapuze auf. Da ist eine Kapuze. Warum darf ich es nicht plündern hier? Ich liebe das so sehr. Hey! Hey! Jetzt oh, das war schön. Das war schön. Hättest wegrennen sollen, Häschen. Also mich Häschen genannt. Das hast du nicht mehr wirklich. Oh. Das mit Bier bewerf. Wieso die Karte? Das ist das Beste. Ja, es ist aber kacke, dass sich so eine Leute dann zum Nachdenken bringen. Da würde ich gar nicht hinhören, weil es einfach nur Bullshit ist, was die labern. Die haben überhaupt keine Ahnung. Du hast ein Tattoo, du bist ja ein böser Mensch. Oh Gott, ich werde dich jetzt. Weiß ich nicht. Weil ich zu blöd bin, um nachzudenken. So sind die. Du kannst nicht ewig fliehen.
Das mache ich mit Leuten, die den Maul nicht halten können. Die schlafen ja. Alles klar, Subcore. Dann schlaf schön. Danke, dass du da warst. Erhol dich gut. Alleinsperren. Kloster sind viel zu reich, da kann man mal plündern gehen. Ja klar, mache ich auch. Hey, hierher! Oh, das war ich nicht, das ist, ich musste niesen. Ich brauche hier mal Hilfe! Ich mache mein Glied auf meine Stirn tätowieren und dann nenne ich das Schlappschwänzchen. Jo. Oh Gott. Wenn du damit glücklich bist. Würdest du dich fürs Leben verschwenden, einen Adler gut zu wissen? Mein Gesicht ist bei mir jetzt eine Sache, wo ich das nicht machen würde. Also tätowieren. Aber der Rest ist. Tor verleiht mir Kraft. Ist okay. Ich habe einen herrenlosen Schatz gefunden. Ich brauche hier drüben Hilfe! Ich bin jung und brauche das Geld. Ach, schon fertig oder was? Das ist ja. Verteilt euch! Wir schaffen das! Du gehörst mir! Verfluche solch Sünder! Muss meinen Kack hier kaputt machen. Ich fühle mich schon stärker. Du verdammter Scheißhaus. Dein Ende naht. Ja, ich verteile Durchfall. Hier, Durchfall für dich. Stirb! Durchfall!
Ich brauche Unterstützung. Billig, aber billig. Wow. Nachher 2 Wochen Zwangsurlaub. Ja, sei doch froh, dass du die erstmal los bist. Erhol dich mal ein bisschen. Hätten wir erledigt, dann möchte ich jetzt hier rüber. Ich will das noch aufdecken hier alles. Ich komme hier niemals wieder hin. Rennt weg! Lass es da! Oh, das sind bestimmt schon 2 Jahre. Keks. So in dem Dreh. Also aktiv. Zwei Jahre schon. Ja. Kommt hin. Alter. Uff. Was ist denn das? Ein richtiges Problem. Oh Gott, Adler, oh Gott. Beruhig dich mal wieder. Ganz ruhig. Schade. Zu viel Schnee. Was steht da? Wieder finde ich Spuren der Nephilim. Auf Geheiß des hiesigen Königs will ich zu ihm beten, dass dieses Licht fürderhin als heilig gelte. Diese leuchtenden Schriften sind göttliche Zeichen dessen, der zu mir spricht. Ich mühe mich um den Einklang mit seiner heiligen Schöpfung. Aita, Juno, Minerva, Namen kommen mir in den Sinn. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart? Weisen ihnen diese Steine den Weg? Ich bete, dass du mich leitest, oh Herr. Amen. Okay.
Dann schauen wir mal. Muss jetzt wieder die perfekte Stelle finden. Das dauert jetzt wieder 3 Jahre. Ich spüre eine Macht. Unsichtbar. So. Sehr schön. Schauen wir uns mal den Eiferer an. Eiter? Oh, mir gefällt es hier. So viel Schnee. So viel Schnee hätte ich auch gerne mal wieder. Ja. Ich auch. Was auch mal liegen bleibt. So kein matschiger Schneeregen, sondern ganz normaler Schnee. Ich meine, es schneit jetzt so, weiß ich nicht. So oft habe ich Schnee gar nicht mehr gesehen in den letzten Jahren. Es schneit zwar ab und zu, aber das sind halt nur die Flocken, die man sieht, das war's. Das bleibt halt nicht liegen oder so ganz kümmerlicher. Ein Braunbär. Ja, der war schon ein bisschen riesig. Meine E-Mail ist auch endlich mal angekommen, mit wo ich zugeschaut habe und bla, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Echt? Ist aber interessant, dass ihr so eine Mail bekommt. Der arme Bär, nein! Aber der hat mich angegriffen. Ich musste mich verteidigen. Wo ist denn der Eiferer hin?